Konnichiwa, sayonara, hasta la vista, grüß euch, hallo, da sind wir wieder. Ja, wie immer, an fast jeden zweiten Sonntag des Jahres, Radio Bernie mit Backyard. Wir fangen gleich einmal an mit Musik, bevor wir dann euch vorlesen, was wir alles tun werden. Und das erste Stück kommt von der Tina Turner. Und wie es ins Radio gut passt, what you see is what you get. Ich finde, wir sollten eine Einleitung machen zur Sendung. Ausgezeichnete Idee. Ja, was sagen wir da jetzt? Einleiten. Am besten, du erzählst einmal unseren Zuhörern, was sie alles erwarten können heute. Ja, wir werden heute ein Gewinnspiel machen, wo ihr auch dann was gewinnen könnt. Das wird circa in 20 Minuten stattfinden. Wir werden dann weiters machen. Wir haben auf der Mainhilferstraße eine Straßenbefragung gemacht. Die werden wir euch dann live einspielen. Und es werden auch noch viele sehr interessante Überraschungen kommen. Unter anderem werden wir auch analysieren, warum eigentlich so wenig österreichische Musik im österreichischen Radio gespielt wird. Ja, ihr könnt mitdiskutieren, ihr könnt euch aber auch Musik wünschen, und zwar unter backyard@radio-bernie.at oder ihr schaut einfach auf unsere Homepage, auf der ihr sowieso aktuell seid, weil ihr ja mithört, www.radio-bernie.at. Und jetzt kommt wieder Musik. So, da sind wir wieder. Ich möchte heute eine Lanze brechen für ein etwas in Vergessenheit geratenes, wichtiges Teil unserer Kultur, nämlich die Zigarettenwerbung. Ich werde jetzt eine Werbung einspielen für Zigaretten. Bitte gut aufpassen. Wir rauchen für Griechenland, nicht vergessen. Der kleine Max, den Auftrag hat, Zigaretten für den Papa, Macke Smart. Im Geschäft nicht lang gefackelt, Chick und Zeitung eingesackelt, nach Haus geschwinder läuft, damit der Papa raucht und säuft. So wie der Papa will er sein, mit Smart gelingt es, groß und klein. Ihr glaubt es oder nicht, der erste Musikwunsch ist eingetroffen über die Radio Bernie Wunschbox. Das ist allerdings ein bisschen umständlich. Viel einfacher geht's, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an backyard@radio-bernie.at. Der Musikwunsch, der jetzt von mir auf den Tisch liegt, kommt von schon Alex Winter. Er wünscht sich schon wieder The Final Countdown in der Version vom Harmonic Sonder Orchestra. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Version gibt's jetzt. Die kommt jetzt echt. Bitte. Ja, wir haben die Nummer auch, die eigentlich original von Europe ist, auf Umwegen ins Deutsche übersetzt, und ich wollte euch jetzt einmal die erste Strophe davor lesen, damit ihr auch wisst, um was es in der Nummer geht. Wir beginnen mit, aber das ist jetzt verabschieden. Und vielleicht werden wir wiederkommen. Das Land können Sie, ich denke, jeder in Rechnung gestellt, wenn sie das Land verlassen, Klammer links, unten, Klammer zu. Es ist nicht der gleiche Druck, existiert. Dies ist die letzte Zahlung rückwärts, hinter dem letzten. Oho, ho, 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 ho. Ja, weil wir schon bei obskuren deutschen sprachlichen Entgleisungen sind,
möchte ich eine E-Mail vorlesen, die von Ferry Gamper gekommen ist. Ich möchte noch ein paar Zusatzinformationen allerdings auch dazu geben, die mir mein E-Mail-Programm hier anzeigt, nämlich zwei Dinge. Diese Nachricht wurde mit Wichtigkeit hoch gesendet und die unnötigen Zeilenumbrüche des Nachrichtentextes wurden automatisch entfernt. Ich gehe davon aus, dass noch mehr automatisch entfernt wurde. Oder ich verstehe es einfach so nicht. Jedenfalls lese ich diese E-Mail jetzt vor von Ferry Gamper. Hi Radio Bernie Team. Sprecherteams sollten das Spiegelbild über das Leben rund um den überqualifizierten und verzweifelten Künstler Ferry Gamper, der Prediger, sein. Die Kulisse, die durch seine Nichterkennung und seiner Selbererschaffung macht dabei alles nicht gerade leichter. Der Widerspruch zwischen Selbstbild und Realität führt den Musiker, der durch Radio geschickt, mit dem unglaublichen Gespür für die alltäglichen Widersinnigkeiten vor Augen, schlechte Eigenschaften steigert. Charakterschwächen und alltägliche Geschichten enden wunderbar grotesk. Er spricht, haucht, säuselt, hyperventiliert durch die brillanten Gnadenlosen, die Schrebergärtner mit ihrer verdammten Sehnsucht, die eitlen Künstler. Ohne Zweifel, Ferry Gamper ist eines der größten Talente hierzulande. Entschuldigung, das gehört noch zur E-Mail, das sagen nicht wir. Er hat aber recht. Habe ich Freunde? Sollte es nicht so sein, werde ich sie mir kaufen. Wie man eben alles kaufen kann in dieser gottverdammten Krankenwelt. Krank gemacht durch die Menschen, Klammer auf. Die gibt es nur noch abgefuckt, Klammer zu. Punkt. Schwebende Sorglosigkeit reicht nicht mehr. Euer Prediger, Ferry Gamper. Kiss, kiss. Von Roswitha bereits angekündigt, es gibt heute ein Spiel. Und zwar verlosen wir zwei Eintrittskarten für das Winterrock-Festival, das am 29. Jänner, am 29. Jänner können wir dann ausschlafen, aber am 27. Jänner findet das statt im Reigen in Wien. Ganz eine tolle Angelegenheit. Bitte mitspielen und es ist ganz einfach. Ihr müsst uns ein Sudoku lesen und die Vorgabe lese ich jetzt vor. Zeile 1, 6, 7, leer, 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 1, 8, leer. Zeile 2, 8, leer, leer, 9, leer, 4, dreimal leer. Dritte Zeile, 1, 9, leer, dreimal leer, 5, leer, leer. Ja, bis dahin erstmal. Und hinschicken bitte die Lösung an backyard@radio-berni.at und diese Inbox wartet auch ganz gespannt auf eure Musikwünsche. Musik ist unser Stichwort. Ja, das Winterrock-Festival ist ein wichtiges Thema, das uns heute begleiten wird. Wir haben eingeladen den Veranstalter, der ist leider nicht gekommen. Bei mir sitzt jetzt Winfried, der Assistent des zweiten Beleuchters. Grüß dich. Servus. Folgende Fragen hätte ich zu diesem Winterrock-Festival. Warum ein Winterrock-Festival? Ja, wir haben da mit 20 LKWs angekommen und da müssen wir jetzt aufbauen. Wir haben da ziemlich viel Beleuchtung mitgebracht. Und das wird sicher dem Urz Gaudi werden. Ja, warum macht man ein Winterrock-Festival nicht zum Beispiel im August, sondern warum muss es der Jänner sein, wo die Leute mit dicken Jacken ankommen und... Naja, wir haben da so viele LKWs da mitgenommen, weil wir da so viel Licht aufbauen müssen, weil das wird eine mega gigantische Lichtshow werden. Okay, das heißt, man darf erwarten, dass es dort hell ist? Naja, wir haben da mit 20 LKWs angekommen und werden da jetzt eine Lichtshow machen, dass du auch scheißen wirst. Ja, vielen Dank, Winfried. Viel Spaß beim Winterrock-Festival allen, die hingehen. Und vergesst die Sonnenbrillen nicht. Machen wir wieder Musik. Ja, die Zeitung Österreich hat heute ein Politbarometer abgedruckt und schreibt dazu, die Regierung erholt sich.
Das würde ich mir auch manchmal wünschen, mich zu erholen. Vom ganzen Weihnachtsstress, vom ganzen Interviewstress, da kommt dann noch was auf euch zu. Jedenfalls sagt der Onkel Feimann ein Sparpaket an. Oh, ein Telefon für uns. Schauen wir mal, wer da dran ist. Ja, hallihallo, da ist Backyard. Wer ist dort? Hallo, hier ist die Regie. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass das Interview demnächst noch einmal eingespielt gehört, bitte. Ja, ja, Entschuldigung, wir bemühen uns eh. Ich meine, wir haben ja Hausaufgaben auch noch machen müssen und so. Ja, na, bitte jetzt das Interview dann. Ja, danke schön. Ja. Bitte immer diese Regie, erst die geht mir am näher. Ja, furchtbar. Machen wir Musik jetzt extra, zu Fleiß. Ja, das glaube ich das Gescheiteste. Ja, als nächste Nummer spielen wir was von einem internationalen Künstler, den wir sogar sehr gut kennen, ein guter Freund von uns. Man mag es nicht glauben, aber wir kennen auch wirklich gute Musiker und Künstler, die international tätig sind. Es ist von Rick Bemila, Goodbye. Ja, worauf alle lange Zeit warten haben müssen, jetzt ist es soweit. Wir waren auf der Marie-Hilfer-Straße in Wien, haben uns dorthin gewagt, noch zur Weihnachtsferienzeit. Ich habe nach 5 Minuten schon das erste Mal nach dem Kriseninterventionsteam vom Innenministerium gesucht, habe es leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, damals in unserer aktiven Zeit, wenn wir noch Kühlschränke auf Schüler geworfen haben, waren die sofort da, aber wenn man es selber mal braucht. Aber gut, das Ergebnis dieses Besuches unserer liebsten Einkaufsstraße, wenn ihr mehr sehen wollt davon, das geht, gell, super, nämlich auf der Radio Berni Facebook-Seite. Ihr geht einfach auf Facebook und sucht nach Radio Berni und da gibt es dann ein Video und es gibt Fotos und jetzt gibt es Musik. Ja, der Besuch auf der Marie-Hilfer-Straße, mein lieber Kollege Roswitha. Es war eine Erfahrung der ganz besonderen Art. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass sich die Roswitha mit einem Löffel auf den Mund schlägt. Das macht sie immer dann, wenn die Aktienkurse steigen. Also wer noch ein bisschen Geld über hat, jetzt Aktien kaufen, dringend. Weil morgen kann es schon zu spät sein. Wir lassen das mit der Nachbesprechung und gehen Aktien kaufen, hätte ich gesagt. Bestürzende Nachrichten erreichen uns aus dem Niederösterreich. Die Suche nach einer 70-jährigen Vermissten aus Schwarzenbach, das ist im Bezirk Wiener Neustadt, ist am Sonntagnachmittag eingestellt worden. Eine Alzheimer-Patientin ist das, die ist seit 3 Tagen verschwunden. Und hunderte Einsatzkräfte steht da, suchten nach der Frau mit Hunden und einem Hubschrauber. Und es ist mir ein Rätsel, wie man eine Frau nicht finden kann, die mit Hunden und einem Hubschrauber unterwegs ist. Aber gut, unsere Steuergelder gehen dabei drauf. Dankeschön. Hit 'em with a little ghetto gun. Freudig. Raum Wien Umgebung Stier 1,70. Christliche Partneranbahnung.
für ernsthafte Partnersuche, Damen und Herren. Hope is lost and given up. Ja, wie versprochen, gehen wir heute der Frage nach, warum so wenig österreichische Musik in österreichischen Radios gespielt wird. Ich glaube, die Frage, warum so wenig österreichische Musik in nicht österreichischen Radios gespielt wird, können wir getrost übergehen. Auch wir von Radio Bernie werden praktisch täglich mit dieser Frage konfrontiert. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir diese Frage klären. Wir haben dazu Konrad Paul Lissmann befragt, haben ihn nicht verstanden, haben aber ein Beispiel für euch und ihr könnt euch ein Urteil bilden. Ja, ganz drungen hält sich, hätten wir dann auch zu bieten. Wenn dann noch also. Tender and slim, born to fight and to win. We've got giant power, a mountain size. Great head whose gentle eyes see these eyes. We are strong and healthy, beautiful and wealthy. Don't tread the bullets down, don't. Young, strong and healthy, beautiful and wealthy. Don't tread the bullets down, don't miss it. We are young, strong and healthy, beautiful and wealthy. Don't try to put us down, don't mess around. Ja, den etwas missglückten Versuch eines Raps haben wir dann abgebrochen. Angelika. Ja. Österreichische Musik in dieser Form ist ja eigentlich, also man kann ja gar nicht genug essen, was man kotzen möchte. Ja, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Ich meine, man muss schon auch sehen, dass die Österreicher bemühen sich. Mhm. Es gibt natürlich auch andere österreichische Bands, die wir hier jetzt nicht namentlich erwähnen wollen, die natürlich noch schlimmer sind. Wobei, ja, das gibt es. Das ist jetzt schon ein sehr schönes Gusto-Stückerl gewesen, was ich da ausgesucht habe. Ja, also ich meine, natürlich eingängig ein Ohrwurm der unangenehmen Art. Es krampft man gerne mal wieder den Magen zusammen. Soll man solche Musik tatsächlich mehr in österreichischen Radios spielen? Ich bin eher eigentlich der Meinung, dass man in österreichischen Radios eher internationale Musik hören sollte, die qualitativ eher hochwertig ist. Da habe ich auch gleich eine nächste Nummer, die wir jetzt vielleicht gleich ausspielen werden. Mhm. Ja, wir kommen zu einem beliebten Fixpunkt in unserer Sendung, der Werbeblock. Und zwar machen wir jetzt Werbung für ein beliebtes Erfrischungsgetränk mit Alkoholgehalt. 1, 2, 3, 4. Living like the easy way. Got your way to let it run. Nothing is as cool as trip as all that. The end is wrong time. La 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 la. Nothing is as good as living. Sunlight sitting is sun. Can you stop my heart from breaking and save my tears from falling down? Can you be so sure, my love? You stop my heart from beating. Ja,
das Gewinnspiel hat sich leider nicht durchgesetzt. Wir haben keine Karten vergeben. Ich glaube, die Frage war einfach zu schwierig. Wir müssen schauen, dass wir leichtere Fragen stellen. Allerdings müssen wir dann auch darauf achten, dass die Gewinne nicht so enorm groß sind, sondern ein bisschen geringer, würde ich sagen. Ja, ich würde vorschlagen, wir verlosen eine Schachtel Streichhölzer. Der Gewinner kann sich die dann um 22 Uhr beim Winterrock-Festival abholen. Am 27.01. im Café Reigen. Okay, und die neue Frage lautet, wie heißt Marcel Hirscher mit Nachnamen? Antwort A, Elefanter. Antwort B, Hirscher. Also, bemüht's euch. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, wir haben auch ein Herz für Lyrik. Backyard bei Radio Bernie, die Sendung für kulturell Begabte. Was ich jetzt euch näher bringen möchte, ist ein Gedicht, das schon im Oberösterreich des 13. Jahrhunderts in Eistersheim erzählt wurde. Es heißt Am Fuße des Pöstlingberg und vorgetragen wird es von Josef Unterhuber, der Engelbert-Bachmann-Preisträger des Jahres 1962. Unten beim Pöstlingberg hab ich mein Herz verloren. Da bist gestanden mit den Dirndl, die Quasteln haben ausgeschaut und ich hab nicht mehr gewusst, wer ich bin. Du willst mich aber nicht heiraten, weil ich so ein schiecher Hund bin. Drum kannst du mich im Arsch lecken. Pfiat dich gut, blöde Kuh. Ja, das war's wieder. Backyard auf Radio Bernie. Ihr habt's geschafft, wir haben's geschafft. Tadellos, haben wir gesagt. Es ist so, dass es eine weitere Sendung geben wird. Wann ist die? Die nächste Sendung wird am 12. Februar 19 Uhr wieder hier auf Radio Bernie stattfinden. Großartig. Und nicht vergessen, Radio Bernie gibt's in Facebook, Radio Bernie gibt's in Google Plus, Radio Bernie gibt's als Webseite und Radio Bernie gibt's als Radio. Quasi. Und als Pickerl haben wir es auch schon gesehen. Ja, genau. Also es gibt auch Merchandise-Artikel, ja, quasi sozusagen. Genau. Also wer ein Radio Bernie T-Shirt haben will, ganz leicht, weißes T-Shirt kaufen, Radio Bernie Pickerl drauf, sich freuen. Kann man auch mit Kapperl machen und diversen anderen Bekleidungsstücken. Stimmt, auch ohne Bekleidungsstücke für den Sommer. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmoderieren. Man sieht und hört sich wieder. Baba. Tschüss. Muslim Malou, go to the backyard.